Guten Morgen! In 10 Minuten sind wir in München. Es geht diesmal für 5 Tage weg. Wir haben ein bisschen was aufgeteilt in 2 Tage Allgäu und 3 Tage Garmisch. Das ist eigentlich nicht wirklich viel, aber ich denke, für ein paar Tage mal was machen. Ja, wir sind gleich da, holen uns einen Mietwagen, würden heute dann sogar schon mal eine erste Wanderung machen. In dem Sinne wünsche ich gute Unterhaltung. Ist schon alles abgesprochen. Was soll ich? Schönen Geist. Genau. Jetzt die Klappe auf und das geht die Schranke gar nicht runter. Ja. Das ist aber blöd. Was macht der denn hier? Was macht der denn? Ah, 14.30 Uhr, wir sind in Unterjoch, das Wetter ist doch massiv bescheiden, aber ich denke, es ist die beste Zeit, um mal ein wenig Bewegung zu machen. Wir haben uns jetzt hier mal mit den Nötigsten so ein bisschen eingedeckt, einen kleinen Snack und so weiter, ein bisschen Wasser und gucken mal, dass wir irgendwie Freude entwickeln. Das ist aktuell noch ein bisschen fraglich, aber wird schon irgendwie werden.
So, erste Etappe erledigt. Wir sind auf dem Zinken, 1613 Meter. Aufstieg für Geübte, ja, ist okay. Kann man machen. Das nächste Ziel sieht man schon. Das ist der Sorgschrofen. Kleines bisschen höher, aber ich finde die Aussicht. Du bist ja schon am Genießen. Ja, ist geil. Ganz schön rutschig noch, aber. Oh Gott. Das ist nicht ohne. Guck dir mal den. Die Schneekugel, die sich geformt hat. Wow, wow, wow. Da fast rennen, aber. Genau 4,5 Kilometer am Sorgschrofen, 1600 Mitte der 30er. Das ist doch schon relativ alpin. Man kann sagen, sicheres Vorankommen ist nicht gewährleistet. Aber es war jetzt auch der Bereich für Geübte. Haben zwar noch nicht wirklich gesehen, wo es hier runter geht für Ungeübte, aber wir befürchten irgendwo noch da. So, wäre jetzt die perfekte Zeit, einen Kaffee zu kochen, wenn mein Brenner nicht noch im Koffer am Auto ist. Alles andere ist dabei. Ja, kurzes Päuschen und dann machen wir es fertig. Darunter. Ich rutsche auf den Hintern. Na, mach mal wirklich jetzt, ohne Witz, dann wird es zwar nass, aber ich komme hinterher. Oh. Oder kann man so ein bisschen auf zwei Beinen. Ich glaube, wenn die Socken nass sind, ist auch nicht so schlimm. Nee. Ah, der Hintern, ja. Ui. Ja, wir kommen nicht anders zu diesem Weg. Also wenn ich ins Rutschen komme, geht es richtig schnell. Sag ich schon mal tschüss. Du bist gut, Else. Scheiße!
Hagel. Links? Ja. Wird hier durch. Das glaube ich. Da ist halt immer ein Erfolg da drin. Das ist richtig. Motivierend. Ach, Julian will ja auch irgendwie immer angeln. Aber ich bin da auch der Falsche für. Ich kann sowas nicht. Ich kann nur die Filets kaufen. Boah, 12,2 Kilometer. Runde ist beendet. Leider ein kleines Stückchen länger als geplant. Wir waren uns etwas unschlüssig und zwischendurch hatten wir nun auch nicht gerade leichtes Terrain. Was haben wir denn? 694 Höhenmeter. Das merkt man. Es hat kräftig geschüttet die letzten anderthalb Stunden. Wir sind klatschnass. Das Auto ist jetzt in Sichtweite und jetzt müssen wir uns erstmal aufwärmen.